Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eglodon zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Der Mr. Solo, der kann das doch, oder? Kann er nicht diese Sachen dort aktivieren? So, hier haben wir was. Dann mach mal Mr. Solo. So, ordentlich. Und jetzt du, Finn. Zack. Und Finn noch in seiner Stormtrooper-Uniform. So, ich mache euch fertig, auch wenn ihr so aussieht wie ich. Was zwei von neun? Zwei von neun, was? Ist das schon die Quest, die wir heute erledigen müssen? Mit Finn Stormtrooper abschießen? Könnte sein. Ja. Ist auf jeden Fall hier ordentlich chaotisch. Da links die Stormtrooper, da direkt vor uns einfach eine Maschine, die uns abknallt, aber juckt das nicht. Ich schieße hier immer noch weiter auf den Stormtrooper. Wieso nicht? Ich glaub, ja, wollte gerade sagen, vielleicht kann Han da mal ein bisschen was dran schrauben. Super Press. Hervorragend. Ach so, das andere auch noch. Das andere auch noch. Mach ich natürlich auch. So, und zack. Du erschießt uns nicht mehr. Na dann, ich hoffe, du bist ein guter Pilot. Wenn wir aus diesem Hangar raus sind, wirst du schon sehen. Jo. Das ist jetzt mehr so, dass... Können wir noch veranstalten? Stellen wir sicher, dass sie nichts haben, dass sie starten können. Das ist jetzt mehr so, dass... die Level von wegen... wie mit den Charakteren du hast. Ah, einen haben sie noch. Den müssen natürlich auch zerstören. Denn der müsste da drüben noch sein. Ja, das Ganze jetzt nochmal mit. Mit goldenen Steinen und Minikits. Dann wäre vielleicht ganz gut. So. Das war ja mal peinlich. 0 von 1 Minikits und 2 von 5 Steinen. Okay, ich schaffe es zur Deckung, ohne getroffen zu werden. Ah, okay. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Ich schaffe es bis zur Deckung, ohne getroffen zu werden. Okay. Das wird schwer. Das ist auf jeden Fall schon mal der falsche Weg. Wenn man nicht getroffen werden will. Ich sehe. Duck dich. Ducken.
Ich weiß nicht, ob ich schon getroffen wurde, aber... Ja, halt ein bisschen vorsichtiger kämpfen. Oh, duck dich, du. Und zack. Nicht getroffen werden. Oh, das war ein sehr krasser Fehler. Ich wurde bestimmt schon getroffen. Was war denn das? Mein Handy dreht sich im Hintergrund ständig. Hui. Wie soll ich mich denn hier konzentrieren, wenn ich hier im Hintergrund alles... Ich kann nicht, ich nehme auf. Hui. Puh. Und was genau ist der Sinn dieser Teste? Ich weiß nicht aufzupassen, aber... Schaff's ja eh nicht. Und ducken. Und schieß. Jetzt wurde ich bestimmt getroffen, jetzt wurde ich garantiert getroffen. Ist das schon die Deckung? Sturmtruppler haben ja ein schlechtes Zielvermögen, aber... Seht ihr schon? Und ich wurde getroffen. Das war ein sicherer Treffer. Sowas von. Ich hab's mit Sicherheit verkackt. Naja, was soll man sagen? Das war auch wieder ein Treffer. Und sowas von. Nicht getroffen werden. Ja, kommt schon. Das ist doch die Erledigung, oder? Vielleicht zählt's ja. Nächste Mission ist im Tiger. Ein paar Sturmtruppler abzuschießen. Okay, da sind Sturmtruppler. 1 von 15. Du siehst dort links. Da sind welche. So, zack. 6 von 15, 7 von 15. 8 von 15. 9 von 15. Und so 10 von 15. Das kriege ich auch noch. Perfekt, da haben wir zumindest das erledigt. Gut gejagt. Wir sind dann das noch schnell zerstören und dann mal gucken, ob wir die Deckung auch geschafft haben. Die Schiffe immer noch per Hand starten. Stellen wir sicher, dass sie nichts haben, dass sie starten können. Minikit konnte ich auch keinen entdecken. Na, was habe ich hier? 3 von 5 habe ich auf jeden Fall geschafft. Mechaniker der ersten Ordnung. Das war's. Das wird eine komplizierte Sache. Wir versuchen es nochmal. Ja, Minikit finden. Ist gut gesagt hier im Kampf. Ich werde aber erstmal versuchen, zum Ziel zu kommen, ohne mich zu treffen zu lassen. Das ist vielleicht eine gute Option. Sehr kompliziert, aber wir geben unser Bestes. Ja, das Schießen abwarten und zack. Und ducken. Der 9. ist noch dort. War das ein Treffer? Das sah fast so aus. Aber wo ist die Deckung? Ich darf mich ja nicht treffen lassen. Ist das die Deckung? Jo, das sieht aus wie die Deckung. Sieht erfolgreich aus. Nimm's mal erfolgreich wahr. So, wo, was, wann, wie, wann, wo, y. Versuch weiterhin nicht getroffen zu werden. Wäre auch gut. Ich weiß nicht, ob damit diese Deckung gemeint ist. Ja.
Jupp, ich wurde getroffen. Jo, ich wurde getroffen nochmal. Und zieh. Ich hoffe, das zählt als Deckung. Hm? Na dann, ich hoffe, du bist ein guter Pilot. Wenn wir aus diesem Hangar raus sind, den Dialog kennen wir. Und täglich grüßt das Levelchen. Was? Nicht geschafft. Mann. Mangelnder Skill. Einen roten Stein haben sie auch noch. Zwei Charaktere, ein Minikit. Ich muss vielleicht später einfach mal vorbeikommen und kommen und das 100% machen. Das ist jetzt. Wird mir erstmal zu viel. Wir machen das nächste Level. So, hier müssen wir nur Varagini Ritter werden und alle Schatzgegenstände einsammeln. Ja, hey, wie heißt du eigentlich? FN2187. So. Was? Einen anderen Namen hat man mir alle anderen Quests haben wir schon bestanden. Ach ja, die Namensgebung von Finn. Ja, Finn, hört sich gut an, gefällt mir. Ich bin Paul. Wir werden mal gucken, wo wir die Schatzgegenstände finden. Ganz meinerseits, Finn. Kannst jetzt aufhören, Finn. Ich möchte moderieren. So. Nach Schatzgegenständen suchen und wahrer Jedi-Meister werden. Und umkehren. Jo. Oha, da ist noch ein weiterer Weg. Ein bisschen zum wahren Jedi-Meister. Zumal hier auch nur diese Ringe hier außen drum sind. Ich fliege hier jetzt einfach ohne zu kämpfen mal ein bisschen durch diese Reifen hier mal. Nebenbei schieße ich noch ein bisschen was, aber ich muss die Quest schaffen. So, hier unten drunter ist nicht, was meint er mit Schatzgegenständen. Schatzgegenstände. Schatzgegenstände. Seltsam, seltsam. Wo sind denn diese Level Schatzgegenstände? Das ist ja heute auch hier ein mittleres Malheur. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Part hier hochladen kann. Und wenn dann richtig stark geschnitten und richtig stark zusammengebastelt, der passt so auf keine Kuhhaut. Und die ist wirklich heute miserable Arbeit, die ich abgelegt habe. Bisher. Dagegen können unsere Blaster nichts ausrichten. Schatzgegenstände. Sieh dich nach T-Jäger-Spezialeinheiten an. Die haben Torpedos geladen. In solchen Raumdingens Teilen sind eigentlich immer Schatzgegenstände zu finden, aber. Und wo sind in so einem Fluglevel Schatzgegenstände? Das ist mir einfach ein Rätsel. Könnt ihr mir hier mal zuhören und dann grübeln? Ja. Ich finde es auch ein bisschen herzlich schlecht, wie wir hier zurechtkommen mit dem wahren Jedi-Meister, weil das ist. Müssen wir jetzt hier durch die ganzen Ringe durch oder? Wie sollen wir das denn bitte schaffen, Spiel? Krieg ich doch niemals so viele Stats hin. Und dass ich das hier in diesem Fluglevel hinkriege. Ich werde mal das zweimal Stats ein. Ich weiß nicht, warum ich das noch nie gemacht habe. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Das wäre eine Option hier. Wenn ich durch so einen Ring fahre, dass das dann ein bisschen mehr Satz bringt, aber eigentlich bräuchte man doch schon 10-mal Satz oder sowas. Das wäre natürlich eine Option. Ja, ich fliege hier natürlich immer wieder gegen, ordentlich. Mit 10-mal Satz ist das, glaube ich, möglich, hier sogar sehr schnell wahre Jedi-Meister zu werden. Ist das die Sache hier, dass man damit 10-mal Satz durchrast und sich hier
wie die 10-mal Stats gönnt, indem man auf einen silbernen Stat von 4000 Stats bekommt. Ja, es bringt auch ein bisschen was, diese Sachen hier zu zerstören, die hier. Die bringen auch ein bisschen Geld, aber ich weiß nicht. Ich mische mich jetzt einfach hier mal ein. Ja, scheint was zu bringen. Ja, das bringt ziemlich viel. Ich muss mich einfach mal einmischen hier. Einfach mal ins Kampfgeschehen hier mischen. Einfach mal alle Gegner besiegen. Ist eine Option. Ich habe 3 von diesen Viechern. Von den Torpedos. Ich will sie aber gerade nicht. Ich will nur ihr Geld. Dein Geld will ich. Dein Geld will ich. Sieht doch schon super aus. Halber wahrer Jedi-Meister habe ich schon. Und was mit dem Schatzgegenständen los ist, weiß ich noch nicht, aber wir werden es ja sehen. Und da sind es gleich 3 auf einmal. Die hole ich mir natürlich. Das 2-mal Stats bringt dann natürlich auch noch ein bisschen was mit. So, hier noch ein bisschen Geld gesammelt. Doch, ich bin heute mal wieder Geld, geil! So. Auch das gehört mal mit zum 100% Spielmodus. Um diese ganzen Sachen hier abzugrasen. Und auch mal langsamere, langweiligere Levels zu haben. Tut mir leid dafür, aber darauf habt ihr euch eingelassen. Als ihr den 100% Spielmodus nicht hier gebucht habt, als ihr ihn gestartet habt. So, das sind zwar wahre Jedi-Meister, noch ein paar abmurksen. Und haben wir es hier. So. Und wo seid ihr? So, das sieht doch schon sehr nach wahrer Jedi-Meister aus. Ordentlich. Und die noch. Sieht schon sehr gut aus. Da. Da noch einer. Der bringt Geld, der bringt Geld. Zack, und wahre Jedi. So, jetzt Schatzgegenstände. Ja, wo die sind. Könntest du mir vorstellen, dass die in diesen Tigern drin sind, aber was weiß ich. So, einmal hier drauf schießen, dann haben wir die Hauptquest auch erledigt. Sagt mir dann in den Kommentaren, was ich vergessen habe. Beim ersten Level, was habe ich da vermasselt, und beim zweiten Level, wo sind die Schatzgegenstände? Vielleicht wisst ihr da Bescheid und könnt mir sagen, dass ich das im nächsten Part mal ein bisschen nachholen kann. Das wäre eine Option, dass ihr mir das in den Kommentaren verratet. Macht er ja eh nicht. Oder falls es jemand weiß, kann das vielleicht mal sagen. Das wäre mal gut. So. Das haben wir. Und das haben wir auch gleich. Ordentlich. Zack. Droiden holen, bevor die erste Ordnung das tut. Schatz. Ganz genau. Stände. Unikat. Festhalten, Rakete im Anflug. Ich werde versuchen, die abzuschütteln. Wir dominieren den Kampf, aber der Arkeloide ist so wichtig. Diese Schuhe, Kumpel. Wir müssen so weit wie möglich weg von der ersten Ordnung. Kehren wir nach Jakku zurück, sind wir dran. Diese Droide hat eine Karte, die
Das nützt nichts. Ich kann sie nicht abschütteln. Achtung! Tja, mal sehen. Was haben wir hier heute geerntet? Kein Ruhm auf jeden Fall. Variety haben wir ordentlich 4 von 5. Ja, ich nehme die Schande dieses Parts auf mich. 2 Level nicht 100% abgeschlossen. Ich werde mich jetzt mal informieren und im nächsten Part vielleicht ein bisschen mehr schaffen. Vielleicht schreibt ihr erstmal in die Kommentare, was ich übersehen habe. 4 Augen sehen mehr als 2. Also, ja, macht's gut, gehabt euch wohl, haut drinne. Bis zum nächsten Part.